Hi ihr Lieben, wie geht es euch? Mein Name ist Nina, das hier ist meine Beauty-Welt. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, dann ja, heiße ich euch einmal hier herzlich willkommen, alle anderen natürlich auch. Wer es noch nicht getan hat, ich würde mich total freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Denn ich habe gesehen, dass 75% meiner Zuschauer leider meinen Kanal gar nicht abonniert haben. Und ja, mit so einem kostenlosen Abo, das kostet euch wirklich gar nichts, außer einmal einen Klick und vielleicht gerne noch einen zweiten, indem ihr einmal auf das Glöckchen klickt. Dann bekommt ihr nämlich auch immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Ja, und mit diesem einen Klick könnt ihr mich halt einfach am meisten unterstützen, indem ihr meine Abonnenten werdet. Wie gesagt, das kostet euch nichts. Und ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet, Teil meiner Beauty-Welt. Und ja, das sage ich sonst immer am Ende, aber ich habe mir gedacht, ich sage es jetzt vielleicht auch mal einmal am Anfang, dass es die meisten dann auch mitbekommen. Ich möchte gerne meine Sammlungsreihe jetzt zum Abschluss bringen. Und zwar mit den letzten zwei Produktkategorien, was noch fehlt. Und zwar, beziehungsweise ja, zwei bis drei sind es. Also einmal Mascara, dazu kommen dann noch Eyeliner, Kajalstifte, das werde ich so ein bisschen anreißen, und Lippenprodukte. Meine Lippenprodukte verdienen eigentlich kein eigenes Video, weil, ja, ich, wie gesagt, also Lippenstift benutze ich nicht, weil ich der Meinung bin, dass mir das nicht steht und mich da einfach nicht wohl mitfühle. Also was ich benutze, ist Lipgloss und Lipgloss und Lippenöl, Lippenpflege, einfach so. Es fällt mir gerade ein, dass ich eins noch, genau, aus meinem täglichen Beauty-Bag rausnehmen muss. So, wir fangen mal an mit Mascara, würde ich sagen. Ich zeige euch mal zuerst die. Ich habe mir hier einmal die hingelegt, die ich nämlich schon offen habe. Die habe ich nämlich anders gelagert. Und zwar einmal die beiden, die ich jetzt momentan abwechselnd so täglich benutze. Die trage ich auch gerade. Hier, das ist meine Everyday Mascara im Moment, die Glam & Doll von Catrice. Die finde ich super. Ja, für fast jede Mascara gilt sowieso, wenn ihr die neu benutzt, fast jede Mascara ist beim ersten Auftrag kacke. Ist einfach so. Also ich habe noch keine Mascara gehabt, wo ich mir zwar, okay, beim ersten Mal schon dachte, ach ja, die kann was. Ich kann zwar feststellen, ob ich das Bürstchen total unangenehm finde, aber ich habe festgestellt, und ich schminke mich schon sehr lange, dass die meisten Mascaras, die brauchen einfach ein bisschen Zeit. Die müsst ihr 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mal benutzt haben und dann entwickeln sie so langsam, finde ich, sich erst. Da muss erstmal ein bisschen Luft dran, ja. Und ich habe früher immer nur ein und dieselbe benutzt. Über 10 Jahre habe ich nur immer dieselbe benutzt und ich kam mit nichts anderem zurecht. Mittlerweile habe ich weiß gar nicht wie viele, werden wir ja später sehen. Ja, die fand ich erst vorher schrecklich. Mittlerweile finde ich die super. Genau, die befindet sich zurzeit in meinem Everyday Make-up Bag, genau wie diese jetzt. Die habe ich neu mit reingetan, die finde ich auch total super. Von Essence, die What the Fake, die habe ich auch schon ein paar Mal weiter verschenkt, weil ich die so klasse finde. Ich kann euch ja auch gerne mal die Bürstchen dazu zeigen. Kostet 3,50 Euro oder so und die finde ich wirklich super. Also die macht echt Länge, ohne zu verkleben, finde ich total super. Welche ich auch ziemlich geil finde. Das war jetzt aber eine limitierte Edition. Ich habe mir aber noch zwei im Backup nachgekauft. Das auch von, auf mein Spiegel mal stehen, von Essence. Die aus dieser, wie hieß das, Hashtag Pink and Proud Limited Edition. Das war jetzt die vorletzte, glaube ich. Hatten sie so ein paar Produkte nur, nicht alles. Also die fand ich auch richtig klasse. Die hat eigentlich auch fast von Anfang an ganz gut performt. Die hat jetzt so ein etwas größeres Bürstchen. Ich finde die total super. Die gibt bei den ersten Malen ein bisschen viel Farbe ab. Wie gesagt, hier, ich habe sie noch zweimal im Backup. Deswegen, weil ich die so gut fand. Und da das eine Limited Edition war, ja. Eine, mit der ich noch warm werden muss, die aber ja auch richtig toll sein soll. Also ich habe sie zweimal benutzt, zwei, dreimal bis jetzt. Das ist die Benefit, wie heißt die nochmal? Bad Gal Bing Mascara. Die ist ja total gehypt. Wir haben uns bis jetzt noch nicht angefreundet, aber das ist, denke ich mal, die sieht so aus. Das ist, denke ich mal, wie, ja, mit fast allen Mascaras, die ich bis jetzt so benutzt habe. Wir müssen erstmal noch warm werden. Die wird, denke ich mal, mit als nächstes
in meine Everyday Makeup Bag wandern, wenn eine von den anderen beiden leer ist. Dann, die habe ich bis jetzt nur einmal benutzt, da fand ich die auch blöd, wie die meisten. Die war, glaube ich, in meiner Pink Panda Box drin. Das ist von Lovely, die Marke kenne ich auch noch gar nicht. Curling Pump Up Mascara. Die hat so ein geschwungenes Bürstchen. Wie gesagt, das erste Mal sind bei Mascaras immer, die geben beim ersten Mal immer viel zu viel Farbe ab. Und ja, genau das gleiche hatte ich auch hier mit der Love Mascara. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist die Love Rose Sculpting Volume Mascara. Die habe ich auch bis jetzt nur einmal benutzt. Die habe ich auch zweimal. Die hatte ich nämlich, die war im Love Adventskalender drin. Und dann habe ich mir letztens, ach, ich bin ganz an der Nase, von Rossmann noch so eine Love Box geholt, so ein Set, das war reduziert, da war die auch noch mal drin. Mit der muss ich auch noch, da kommt auch sehr viel Farbe raus, damit muss ich auch noch warm werden. Genau wie mit der, die finde ich, eigentlich finde ich die gut, aber die gibt mir im Moment auch noch zu viel Farbe ab, ist die von SheGlam. Und das ist die Plump as Feather Mascara. Ich werde mir von SheGlam nochmal, da gibt es noch, die habe ich letztens in einem Video gesehen, da gibt es noch eine, die hat ein ziemlich dickes Bürstchen, das ist halt, und gibt dann ziemlich viel Farbe ab, da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Die ist nicht schlecht, ich werde die auch auf jeden Fall aufbrauchen, aber es gibt von SheGlam noch eine, die, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, aber die soll richtig geil sein, da muss ich nochmal auf der Internetseite schauen. So, und dann habe ich hier noch von Catrice aus der Clean ID Serie die Volume Lengthening Mascara. Die hat dieses Bürstchen hier. Ihr könnt das erkennen. Die finde ich auch ganz okay. Also, die hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen, aber die finde ich okay. So, dann mal ganz kurz hier mit, das sind die Kajalstifte, die ich im Moment in Anwendung habe. Da werde ich jetzt ein bisschen, weil Kajal ist Kajal, da finde ich auch, da habe ich hier einmal einen schwarzen Kohlkajal von Maybelline, den hatte ich, glaube ich, im Adventskalender. Dann habe ich mir hier bei Essence, für mein Fullface Essence hatte ich mir das gekauft, einmal einen Kajalpencil in der Farbe 08 Teddy, der ist braun. Dann habe ich hier so einen grauen, das ist Behind the Scenes heißt er. Dann habe ich mir mal gekauft, um nicht immer so einen, ja, tiefschwarzen zu haben. Den habe ich hier noch von Rival de Loop Intense Eyeliner Black Waterproof. Das ist auch so einer zum Rausdrehen. Der ist auch recht doll, den hatte ich mir für mein Full Face Rival de Loop gekauft. Und dann habe ich hier noch einen von Manhattan. Das ist ein brauner auch, genau, weil ich wollte nämlich auch gerne ein bisschen mehr Braun tragen, weil mir Schwarz manchmal zu hart ist. Und dann habe ich hier für die Wasserlinie unten habe ich hier von Trended Up so einen Hautfarbenen, den finde ich ganz gut. Und hier ist in Weiß, der war, glaube ich, mal LCN. Der war mal in einer, das ist halt ein stinknormaler weißer Kajal, der war, glaube ich, auch mal in einer Glossybox drin. Genau, das sind die Produkte, die ich im Moment aufhabe. Und jetzt kommen wir mal zu denen, die sich noch in meinem Backup befinden. So, da habe ich, ich weiß gar nicht, ich glaube, die habe ich mir gekauft, oder? Oder bin mir die einer, oder habe ich mir die aus dem Tauschpaket rausgenommen? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Von Essence, die Hello Good Stuff Volume Mascara mit pflegendem Kokosnussöl. Da die noch zu sind, werde ich die jetzt auch zulassen. Da werde ich euch jetzt nicht die Bürstchen von zeigen. Verzeiht es mir. Die habe ich aber aus dem Tauschpaket rausgenommen. Das weiß ich. Das ist die, auch eine von Essence, die Big Lashes. Ich bin total gespannt auf Essence Mascaras. Denn da möchte ich gerne aus... Die haben ja so viel. Deswegen da möchte ich so gerne von mehr von ausprobieren. Dann habe ich hier von Catrice aus dem neuen Sortiment die Lift Up. Habe ich auch noch nicht getestet. Freue ich mich aber schon drauf. Welche ich auch noch nicht getestet habe, ist die, wo ist eigentlich meine... Mir fällt gerade auf, dass mir eine fehlt. Wo ist denn meine... Da fehlt mir... Da hat sich noch eine versteckt. Ich wollte doch sagen, ich hatte doch noch hier eine von L'Oreal. Die Lash Paradise, die habe ich doch noch. Genau, die ist nämlich auch schon offen. Die habe ich mir nämlich beide mal zusammen gekauft, als L'Oreal, als es Prozente bei L'Oreal gab. Das sind nämlich zwei sehr gehypte
Mascaras. Die habe ich schon ausprobiert. Die hat mich jetzt beim ersten Mal auch noch nicht so überzeugt. Aber wie gesagt, das ist ja kein Wunder. Da muss man erstmal ein bisschen warten. Und dann noch von L'Oreal diese Air Volume Mega Mascara. Die soll ja wirklich mega sein. Also da bin ich auch schon total gespannt, die auszuprobieren. Dann habe ich hier noch aus der Vor... weiß ich gar nicht, wann, in welcher Glossy Box das drin war. Von Manacadar die Mascara. Dann habe ich hier die zweite... Love Rose, diese hier, ne, die ich schon, die habe ich wie gesagt zweimal, das ist das Backup, was ich da noch habe. Die war im Glossy Box Adventskalender von Wanda Beauty. Ich finde das Packaging auch total klasse, ne. Das ist die Volume and Length Mascara. Ja, war auch eine Full Size. Ich habe von der Firma noch nie was ausprobiert. Ja, bin ich gespannt. Ach, hier habe ich noch eine Essence Mascara. Die, ich weiß gar nicht, wo ich die her habe. War die auch aus dem Trish-Paket? Ich weiß es gar nicht. Oder habe ich mir, nee, die habe ich mir, glaube ich, gekauft. I Love Extreme Crazy Volume Mascara. Nee, die habe ich mir gekauft, genau. Habe ich gesagt, auch noch nicht ausprobiert. Dann, was habe ich denn hier noch? Genau. Nee, die beiden hatte ich mir zusammen gekauft. Genau, diese. Die habe ich, die ist so weit unten. Oh, dieses Packaging ist einfach so toll, ne? Kennt ihr die? Die habt ihr bestimmt alle schon gesehen, ne? Diese Sky High Mascara von Maybelline. Die muss ich auch noch ausprobieren, aber Mascara ist nicht so lange haltbar. Deswegen, ich kann nicht alle möglichen ausprobieren. Dann habe ich hier noch eine Glam and Doll Mascara, die lilane von Catrice. Die soll ja auch so cool sein. Ich denke mal, die wird bestimmt auch richtig cool sein. Ultra Black and Curl. Noch eine von Catrice. Lashes to Kill Pro. Ich weiß gar nicht, wo ich die her hatte. Ob die war die in einem Kalender drin oder so? Weiß ich gar nicht. Und dann habe ich noch eine neue von Catrice. Die habe ich mir tatsächlich letztens irgendwann erst gekauft. Das ist auch Glam and Doll Boost, heißt die. Die sieht so aus, das ist so ein Grau. Und zwar soll da, wo steht das denn? Mit, ja hier, die hat... Genau, ein Premium-Inhaltsstoff für Wimpernwachstum. Da habe ich mir gedacht, ja, so 2 in 1, ne? Kann man ja auf jeden Fall mal gebrauchen. Die habe ich mir letztens noch gekauft. Und dann hatte ich, die hatte ich, glaube ich, in der, von Hypoallergenic, die war, glaube ich, in der Schön-für-mich-Box von Rossmann drin. Das ist auch hier eine Wonderful Mascara. Die ist auch noch original verschlossen. Und dann habe ich hier jetzt noch, ach, da ist noch eine von Catrice. Rock Couture, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die entweder im Catrice Adventskalender oder in dieser Box von Rossmann mal drin war. Könnt ihr das sehen? Rock Couture, 24 Stunden Extrem Volume Mascara. Bin ich auch gespannt drauf. Erinnert mich gerade so ein bisschen an die hier, ne? An die Bad. Die hat so, sieht so ein bisschen ähnlich aus. So, was habe ich denn hier noch drin? Ach, hier habe ich noch von Alterra eine Wimpernkur. Genau, die war auch, glaube ich, in der Schön-für-mich-Box drin. So, was habe ich denn hier noch drin? Ach, du bist ein Augenbrauenstift. Na, dich muss ich mal zur Seite stellen. Genau, dann habe ich hier noch von Illa Maska. Ich glaube, das ist ein Eyeliner. Der war, glaube ich, auch in der Glossybox Adventskalender drin, meine ich. Und dann habe ich hier auch noch von Model Co. so ein Stift, der war mir aber kaputt gegangen. Da habe ich den angespitzt und auch so ein weißer Kajal. Der war durchgebrochen. Und hier habe ich auch noch von einem Eyeliner von Maybelline New York. Der war auch, das ist so eine kleinere Größe. Der war, glaube ich, in einem Maybelline Adventskalender drin. Und dann habe ich hier noch, genau, diesen Liquid Eyeliner von SheGlam. Hallo? Der ist auf, weiß ich, den muss ich, aber der ist heftig. Den habe ich in meinem Fullface Shein oder SheGlam Make-up benutzt. Der ist heftig schwarz, der malt unheimlich doll, ist mega wasserfest, der verzeiht aber nicht so viele Fehler. Also das ist kein, der hier, also das ist kein Anfänger Eyeliner meiner Meinung nach, weil ich habe den aufgetragen. So sieht der aus. Das ist so ein
ne, so ein Filzstift. Ich habe den aufgetragen und der ist eigentlich, ja, 3 Sekunden später ist der schon trocken. Wenn man das richtig drauf hat, ist das bestimmt toll. Ne? Man macht den drauf, zack, ist der trocken und der hält wirklich alles aus. Aber ich, bei mir ist das manchmal so, wenn ich bin nicht so gut im Eyeliner auftragen. Dann trage ich den auf und manchmal muss ich dann noch so ein bisschen mit dem Wattestäbchen vielleicht nochmal nachkorrigieren, wenn ich so die Linie nicht so akkurat hinbekommen habe, wie ich das gerne hätte. Und das ist damit einfach nicht möglich gewesen, weil ich habe es aufgetragen und einmal geblinzelt oder einmal gezwinkert und dann war der quasi schon trocken. Ne, so, packe ich mal hier mein Zeug wieder ein. Wie hat das alles da drin reingepasst? Jetzt nicht mehr. Kennt ihr das? Ihr räumt was aus und was eigentlich immer gepasst hat und dann kriegt es aber nicht wieder rein. So, ach, was habe ich hier? Ach, der war doch in der April Goodie Box, meine ich, war der doch drin, ne? Dieser Flickstick, was war das denn noch? War das nicht auch so ein, was bist du denn für ein Teil? War das ein Eyeliner? Ja, das ist ja ein Liquid Eyeliner Flickstick von Botaniuk Beauty oder so. Wie heißt das? Botaniuk Beauty. Mhm. Okay, den habe ich auch noch. So, und dann kommen wir jetzt noch schnell zu meinen Lippenprodukten. Dann habe ich hier, was habe ich denn hier, so 2, 3 Sachen, die ich... Das ist so ein Ding, das benutze ich jeden Tag, den ganzen Tag über. Das ist so eine tolle Lippenpflege von Catrice, der Voluminizing Lip Balm. Da ist auch nicht mehr viel von da. Das ist so ein rosa Schimmer und... Der steht hier auf meinem Tisch, den benutze ich den ganzen Tag, den werde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen, wenn der leer ist. Dann habe ich hier 2 neue, der war jetzt ja in der Pinkbox drin, ich kann mir das dran mal nicht merken, von Kneipp. Diese natürliche Lippenpflege und Farbe, den hier habe ich von Sophie bekommen, von Miss Muffin Make-up, den Labello mit Sun Protect. So, dann was liegt denn hier so alles rum? Dann habe ich hier als Lippenpflege, was ich gern hier von Avant, dieses aus der Glossybox, dieses bekannte Lippenpeeling. Da, was habe ich denn hier noch alles rumliegen? Leute, dann habe ich hier von Alterra ein Lippenöl mit Himbeeren, was ich auch echt gut finde. Habe ich 2, 3 Mal ausprobiert bis jetzt. Was habe ich denn jetzt hier noch? Dann Lipglosse. Und dann meine ganzen Lipglosse hier. Dann habe ich hier 2 Farben von Maybelline, von dem Lifter Gloss. Die finde ich total klasse. Den hatte ich auch gerade noch drauf. Da habe ich einmal hier die Farbe, dieser hellere ist die Farbe 002 Ice und der dunklere ist die 006 Reef. Und die sind echt toll, muss ich sagen. Auch dass die Verpackung ist... Oh, wunderschön. Dann habe ich 2 Mrs. Bella von BH Cosmetics Lipglosse. Den hier, der ist schon bis hier alle. Da habe ich die Farbe Notice Me und das ist die hellere und No Side Chic ist die etwas dunklere. Das ist auch 2 Lipglosse, die ich total gerne mag. Der ist noch neu. Da habe ich den auch. Ich glaube, den hatte ich auch von Sophie, meine ich. Von La Vera, dieser Lipgloss. Das ist hier mit Bio-Blütenbutter. So ein bisschen rosa Schimmer. Finde ich auch total schön. Dann habe ich hier 2 von Catrice aus der KW Gouge Sonderedition. Die waren jetzt bis vorhin in meiner täglichen meiner Make-up-Bag. Da habe ich die jetzt aber gerade mal rausgeschmissen, weil ich da was Neues drin haben wollte. Die kommen jetzt hier wieder in mein... So sieht das übrigens aus. Also da habe ich meine... Kann ich euch ja mal zeigen. Da habe ich meine Sachen drin, so die ich regelmäßiger benutze oder benutzen will. Ich mache mal das, was ich euch schon noch nicht gezeigt habe, mal rausholen.
Dann habe ich hier aus unserem Trash-Paket, den habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich konnte ihn nicht drin lassen, von Huda Beauty hier so ein Lipgloss. Erstmal, weil es Huda Beauty ist und ich von Huda Beauty noch nichts habe. Und es ist halt ein Lipgloss und ja, den musste ich auf jeden Fall ja, haben, um ihn ausprobieren zu können auch. So, dann habe ich hier ein Lip Scrub von Max Factor. Das ist halt echt so ein Pflegestift. Das kann man halt so wie so ein Lippenstift schön auftragen, ein bisschen abrubbeln. Und habe ich denn hier noch mehr Lippenpeelings? Hier habe ich noch ein Lippenpeeling von Love. Das ist dieses Kohl-Lippenpeeling. Das war, glaube ich, auch im Adventskalender drin. Das ist also wirklich schwarz. Das ist, glaube ich, auch ein Zuckerpeeling, meine ich. Die meisten Lippenpeelings sind auf Zuckerbasis. Finde ich auch richtig gut. Dann habe ich hier ein Lip Care Booster Lippenserum von Essence mit Pfirsichöl, soll da, glaube ich, ne? Mit 10% Pfirsichöl. Das finde ich nicht schlecht. Das Einzige, was mich daran stört, ist, dass ja der Pflegeeffekt, der hält leider nicht ganz so lange an. Also da muss man ziemlich oft nachschmieren, dass das dann seinen Effekt hat. Aber gut, ist jetzt nicht das Dramatischste. Dann habe ich noch hier von La Mer, war das nicht auch in irgendeiner Box? Das war, glaube ich, in einer Apothekenbox drin. Von La Mer, dieses getönte Lippenpflege. In einer von den Apothekenboxen war die drin. Habe ich noch nicht aufgemacht. Kann ich noch nichts zu sagen. Der war hier von, ich glaube, das war der von, ach, da habe ich nur die Verpackung abgemacht. Von Forever, genau. Das ist halt auch einfach so ein stinknormaler Lippenpflegestift. Dann habe ich hier von Catrice noch so ein Bottich Lip Treatment. Das muss ich mal zeigen. Das ist halt so ein Pöttchen. Ne? Das, ich hatte das, ich weiß gar nicht, ob ich das habe ich mir, glaube ich, gekauft. Aber das ist halt ne, so ein Pöttchen mit Shea Butter ist da auch drin. Ist halt nicht das Hygienischste. Ne? Aber gut, das steht hier auch auf meinem Tisch. Und ich benutze das für mich alleine. Ne? Dann habe ich hier noch ein Lippenöl von Rival Loves Me. Das war auch aus einer der letzten Limited Editions, diese Care, Take Care of Yourself. Das mag ich auch ziemlich gerne. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, dass man ziemlich lange rollen muss, bis da was rauskommt. Dann habe ich von Essence hier mir mal Lip Care Booster mit Kokosnussöl. Da fand ich die Verpackung auch so schön. Das finde ich ganz praktisch für die Handtasche. Weil das halt nicht so einfach aufgeht. Dann ne? Kann man sich was rausdrücken, ein bisschen auf den Finger geben und dann auftragen. Dann habe ich noch was von Essence. Das ist ein Lippenpeeling mit 10% Mandelöl, Coconut Kiss. Das riecht... Ach genau, das hatte ich mir gekauft. Da war jemand, glaube ich, schon mit dem Finger drin, wo ich das gesehen habe. Aber da habe ich mir so ein bisschen die oberste Schicht abgetragen mit dem Tuch. Und ja, dann habe ich das noch benutzt. Das... Oh, ich sehe auch gerade, das muss ich jetzt mal langsam benutzen. Das ist nur 3 Monate... Das finde ich aber für so ein Pot-Lippenpeeling nur 3 Monate haltbar. Mit Kokosnussraspeln. Aber das riecht noch... Riecht noch vollkommen in Ordnung. Muss ich jetzt nur mal langsam anfangen, das regelmäßig zu benutzen. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Dann habe ich hier noch was Neues von Bare Minerals. Ich glaube, das war auch in irgendeiner, weiß gar nicht, ob es Glossy Box war. Das ist auch ein Lipgloss hier von, der sieht so aus, von Bare Minerals habe ich noch nicht benutzt. Ich weiß auch noch nicht, ob ich ihn behalten werde, weil mir die Farbe halt einfach zu doll ist. Der steht hier bei meinen Lippen, sondern ist aber wie gesagt noch unbenutzt. Dann habe ich hier so ein Prisma Lip Glaze von Catrice. Das ist echt so ein, ja, wie nennt man das? Prisma. Ja, der schimmert halt wirklich so blau, rot, grün, Prisma-Effekt. Ein prismatischer Effekt, genau. Gibt kein anderes Wort für. Finde ich ganz witzig mal so für zwischendurch. Ist halt ein Lipgloss. Genau wie der hier von Essence. Shine, Shine, Shine. Den finde ich auch total witzig. Manchmal habe ich da Bock drauf auf so richtige Schimmer-Lipglosse. Dann habe ich hier noch ein Lippenöl von Catrice aus der Clean ID Serie. Ich liebe Lippenöle.
benutze ich halt so als Lippenpflege den ganzen Tag oder halt einfach nur so, um ein bisschen Glanz auf die Lippen zu kriegen. Dann habe ich hier von Love ein Lip Voluminizer Plumping Serum Gloss. Der war, glaube ich, auch im Adventskalender von Love drin. Habe ich, glaube ich, bis jetzt einmal benutzt. Finde ich auch ganz in Ordnung. Das ist, der war, glaube ich, auch in der Goodie Box drin. Marie Stella Maris Lip Balm. Der ist mit so ein bisschen Eukalyptus drin. Der gibt halt echt so einen schönen frische Kick. Gut, das Einzige, da ist halt dieser Applikator. Gut, wenn man das halt, das kann man aber ganz gut, das kann man sogar desinfizieren, wenn man das möchte. Ne? Eigentlich für mich selber stelle ich mich da eh nicht so an. Und dann, den habe ich neu, den habe ich mir letztens irgendwann mal mitgenommen. Das ist aus dieser aktuellen Essence The Glowing Golds Limited Edition. Der hat mich irgendwie angelacht und der stand da so einsam. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Der stand da so einsam und hat, ja, habe ich gedacht, nehme ich ihn mal mit. Ist er nicht so alleine. Ja, und ich glaube, das war's. Ach, hier habe ich noch so einen, den habe ich noch vergessen. Hier habe ich noch von Artico, den habe ich aber auch noch nicht benutzt. So ein Lip Booster mit Hot Chili. Ja, ich glaube, das war's soweit. Ach nee, das, was in mein Trash-Paket wieder zurückgekommen ist, das habe ich ja jetzt auch noch hier. Von Trended Up, diesen Lip Rehab Balm. Der ist auch noch unbenutzt. Ja, ich habe wahrscheinlich hier und da bestimmt noch irgendwas rumfliegen, aber das war jetzt so das, was hier so in meiner Nähe sich befindet. Was ich euch zeigen wollte. Genau. Damit wäre dann meine Sammlungsreihe abgeschlossen. Ihr habt ja meine aktuelle Make-up-Sammlung gesehen, auf mehrere Videos aufgeteilt, weil sonst hätte das ewig gedauert. Wenn euch das gefallen hat, dann gebt doch meinem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wie gesagt, auch ganz besonders, wenn ihr meinen Kanal abonniert, da würdet ihr mir einen super Gefallen mit tun und hier könnt ihr das einmal nachholen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Hier sind noch mal zwei weitere Videos von mir, die ihr euch sehr gerne anschauen könnt. Und dann wünsche ich euch jetzt wie immer noch einen wundervollen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!